Willkommen zurück zum Videospiel-Quiz-Turnier. Und wir kommen jetzt zur vierten Runde. Und zwar treten an Rako gegen Kai. Hallo. Und ich bin immer noch ganz traurig, weil ich die erste Runde gegen Rod, das ist so wie Chelsea gegen Barca. Und jetzt spielen wir hier mit Manchester gegen Schalke. Hä? Wie Manchester spielt? Gegen Unterhaching, genau. So, wie gesagt, Rako gegen Kai heute und ich erkläre kurz die Regeln. Ich habe hier 12 Fragen. Ich stelle sie und wenn ihr meint, die Frage zu wissen, dann buzzert ihr. Der Erste, der buzzert, darf antworten. Wenn er richtig antwortet, bekommt er einen Punkt. Wenn er falsch antwortet, bekommt er einen Punkt Abzug. Die Fragen dürfen dann so in einem Zeitraum von 5 Sekunden gestellt werden. Ich werde das dann ein bisschen drauf aufpassen. Und falls derjenige die Frage nicht weiß, hat der andere noch die Möglichkeit, die Frage zu beantworten, wenn er halt mag. Und dann gilt auch natürlich das gleiche Prinzip. Ist die Frage richtig, Punkt. Ist die Frage falsch, Punkt Abzug. Du hast verstanden, Kai? Ja, war und schwer du, um die Uhrzeit, aber und, ja. Und du bist bereit? Ja. Also habt ihr auch schon eure Hände über den Buzzer? Ja. Meine Hände sind verschwitzt, meine Hose ist nass, ich bin bereit. Ja, ich muss sagen, ich habe mich nur vorbereitet. Ey, ich hoffe, es kommen Counter-Strike-Fragen. Man kann sich auch kaum vorbereiten. Ja, dann fangen wir mal an mit Frage Nummer 1. Ich kaum mir die Fingernägel auf. Wie heißt der erste Gameboy-Teil von The Legend of Zelda? Ja, Raphael. Link's Awakening. Das ist richtig. Somit bekommt Rako einen Punkt und Kai ist immer noch auf dem Trockenen. Ja, gut, das ist immer noch eine Zelda-Frage. Ich meine, okay, das ist, ne? Aber wir kommen jetzt zur Frage Nummer 2. Was haben die Spiele Call of Juarez und das indizierte Tote Insel gemeinsam? So, okay, Raphael? Ja, wurden die nicht vom selben Entwicklerteam und auch noch parallel entwickelt? Es reicht vom selben Entwicklerteam. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber egal. Also, darum sind beide Spiele auch so scheiße geworden. Ja, es gilt ja nicht das Call of Juarez The Cartel, was erschienen ist, sondern, ja, sondern das allgemein. Ja, dann kommen wir zur Frage Nummer 3. Wer ist grün, körperlich größer, aber doch viel kleiner als sein Bruder? Kai? Luigi. Das ist richtig! Hey! Kai hat einen Punkt! Nur weil ich schneller buzzern kann. Aber ich buzzer, nein, den meint er jetzt nicht. Dann kommen wir zu Frage Nummer 4. Was bedeutet, also wirklich ausgeschrieben, die Abkürzung AOE? Raphael. Area of Effect. Das ist richtig! Was somit ist denn steht AOE? Flächenschaden. In Strategiespielen, MMORPGs oder Zauberkacke halt. Das ja, musst genau. Du wissen, wenn du bald Terra spielst. Ist nicht auch eine Spielzeitgranate eine AOE? Nein. Eine HE macht AOE-Damage. Ja, aber... Ja, da sind wir jetzt... Ich wieder fragen, weißt du, das ist jetzt ein WoW-Nerd, ey. Nein, das stimmt nicht, das ist eine normale... 3-1 für Rako. Noch keine falsche Antwort von euch, das ist ja schön... Die sind halt awesome. Ja, natürlich. Nice. Awesome. Okay, kommen wir zu Frage Nummer 5. In welcher Stadt spielt der zweite Teil der True Crime-Serie? Habe ich nie gespielt. Keine Ahnung. Fiktive Stadt oder reale Stadt? Das ist wurscht, das sage ich nicht. Boah, nee. Ich halte mich geschlossen. Habe ich nie gespielt, ich habe keine True Ahnung. Crime? Boah. Aber True Crime kennt ihr doch, oder? Ja, sagt mir auf jeden Fall was. Den Namen aber wirklich nur. Ich bin voll ungebildet. Nee, ich sag nichts. Also, ich buzzer jetzt nicht, aber ich würde London sagen. Aber ja, ich hab die Frage, du sagst London, ja, aber trotzdem. Wenn wir bei realen Städten sind, sag ich New York. New York ist richtig. Boah. Der erste hat in London gespielt, oder? Der erste hat in LA gespielt. Nee. True Crime? Bei welchem Spiel war ich denn jetzt? London, The Getaway. Ja, wahrscheinlich. Naja, dann kommen wir zu Frage... Frage Nummer 6. Wie lautet das Add-on zu Gothic 2? Oh nein! Raphael? Nein, warte! Oh Gott! Das war irgendwas mit Piraten. Aber ich... Oh nein! Ich hab mir das letzte angeguckt. Oh nein, ich weiß den Namen. Okay, das ist jetzt vorbei.
Du kriegst einen Punkt Abzug, damit steht es jetzt 2 zu 1. Kai, du hast noch die Möglichkeit zu antworten. Nee, lass mal. Ich habe nie Gothic gespielt. Raphael, also es steht 2 zu 1 für Raphael und die Frage ist geschlossen. Das Spiel, das Addon heißt Die Nacht des Raben. Ja, hat das nicht was mit Piraten zu tun gehabt? Ja, da sind halt Piraten als Fraktion dabei. Ich war zu übermütig, ich hatte vor kurzem dein Dings-Video gesehen und dachte so, oh Gothic, da muss ich antworten. Und, Ja. So, dann kommen wir jetzt zu Frage Nummer 7. In welcher Stadt düst man im letzten Driver-Ableger durch die Straßen? Okay. Im letzten? Im letzten? Okay. Also der jetzt als letztes erschienen ist. Ja, richtig, letztes. San Francisco. Das ist richtig. Ja. Was? Das ist richtig. Das ist der letzte Ableger. San Francisco. Der jetzt erschienen ist. Ich war jetzt erst bei Driver 1. Ich hab verstanden, im letzten Level und dachte ich, dann machen die nochmal eine Location. Driver-Spiel. Nein, ey. Es steht 2-2, also es wird noch spannend. Viel spannender, als wir erwartet haben. Deswegen bin ich jetzt gerade auch voll aufgeregt. Auch mal eine Spannungsfrage. Ja, nö. Wer weiß, ob sie noch kommt. Frage Nummer 8. Okay, jetzt ist es ein bisschen schwieriger, aber vielleicht hat man es ja aufgeschnappt. Wie heißt die Familie, der sich Tommy Angelo in Mafia anschließt? Nö. Ich enthalte mir. Mafia, Tommy Angelo, ey. Boah. Meinst du jetzt Mafia 2, ne? Ich rede von Mafia, also das Spiel 1. Also Mafia 1. Also ersten. Nee, hab ich nicht. Ja. Habt ihr keine Ahnung? Nee. Okay, dann schließe ich die Frage. Und die Antwort wäre gewesen, Salieri. Gesundheit. So, ja. Weiter nächste Frage. Frage Nummer 9. Wie hieß Segas berühmteste und erfolgreichste Heimkonsole? Raphael? Das war das Sega Mega Drive in Europa und Genesis in Amerika. Vollkommen richtig. Die erfolgreichste Konsole war das Sega Mega Drive und deswegen gibt es einen Punkt für Raku. Und somit steht es 3 zu 2. Es wird nochmal spannend und wir haben noch 3 Fragen. Es kann auch alles passieren. Oh ja? Gott, ey. Und es wird auch nicht... Ich hack mich gleich ein. Vielleicht wird es ja... wird spannend. Deswegen kommen wir jetzt zu Frage Nummer 10. Wie heißt die andere Hexe und damit der Gegenspieler von Bayonetta? Ich weiß es nicht. Das weiß ich. Ich habe das Spiel erst kürzlich... Oh, der Ronny wird mich töten. Boah, die hat irgendeinen gar nicht mal so abgefahrenen Namen. Oh! Raphael? Jeanne! Sie heißt Jeanne! Das ist richtig! Ich hab den Google nachgeguckt. Kannst du mir nicht erzählen. Nee, ich hab Glück, dass der Yetivin die Frage hier gerade 3 Jahre offen hält. Ja, Jeanne. Okay, es ist richtig. Jeanne. Ey, ich spiel das jetzt Spiel zur Zeit. Jetzt kann ich mir auch Ausgleich machen, ne? Jetzt kann ich mir auch Ausgleich machen, ne? Du kannst sogar, also wenn Raku jetzt zum Beispiel die Frage... Ah, stimmt. Ja. Also kann alles noch passieren. Wir kommen jetzt auch zur Frage Nummer 11, das ist die vorletzte Frage. Wie hieß der allererste Soul Calibur-Teil, der jemals erschienen ist? Okay, Raphael? Soul Edge. Und das ist richtig. Ja. Das kann leider nichts mehr werden, aber wir stellen trotzdem die letzte Frage. Frage Nummer 12. Wer ist der Schöpfer von Snatcher? Raphael? Hideo Kojima. Und das ist auch korrekt. Was stellst du für Fragen, Alter? Das kann man. Ich kann nicht alles wissen. Das kann man wissen. Ich hab auch Fragen gekriegt, die ich nicht wusste. Also was los? Du hast eine Frage, nee, zwei. Du hast 2 Fragen beantwortet. Was ist los? Aber trotzdem ist jetzt der Sieger hier mit Raphael. Und das halte ich nicht nochmal durch. Und ja, trotzdem, du hast dich gut geschlagen, Kai, also so ist es nicht. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr mitgemacht habt und wir freuen uns schon auf die erste Halbfinalpartie zwischen Rodriguez und Nico. Und ich hoffe, Nico maut den so weg, den Arm. aber bevor wir, nicht, dass das was das heißt, der denkt sich jetzt Fragen aus, die nur der Nico kennen kann oder so. Also. Du hättest die Fragen, die du uns gerade gestellt hast, in dem Halbfinalmatch stellen sollen, denn Nico lässt schon verlauten, er hätte fast alles gewusst. Natürlich. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen.